Sie sollten Baufett nicht nur aus ästhetischen Gründen verlieren, in der Tat ist Baufett auch gesundheitsschädlich. Es kann zu Herzerkrankungen oder Typ 2 Diabetes führen. Konsumieren Sie diese Getränke einfach vor den Mahlzeiten, um schnell Baufett zu verlieren. Diese Getränke wird aus natürlichen Zutaten hergestellt. Das Trinken senkt auch den Blutdruck und sorgt für gute Bakterien im Darm für eine optimale Gesundheit. Hinterlassen Sie vor Beginn des Rezepts einen Kommentar und teilen Sie uns Ihr Alter und alle Fragen zu Gesundheitsproblemen mit, wenn Sie Hilfe benötigen. In den nächsten Videos werden wir Sie beraten und natürliche Rezepte für Ihre Probleme bereitstellen. Klicken Sie dann auf die Cellflex abonnieren und schalten Sie die kleine Glocke ein, um unsere nächsten Videos nicht zu verpassen. Hier ist das Rezept für eine Portion. Um Zeit zu sparen, können Sie die Anzahl der Zutaten für eine große Menge Getränke erhöhen. Zunächst müssen Sie Apfelessig zubereiten. Apfelessig ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Sättigungsgefühl nach einer Mahlzeit zu fördern. Wenn Sie also dieses Apfelessiggetränk nach dem Abendessen trinken, können Sie das berühmte Heißhunger bis spät in die Nacht vermeiden. Geschworener Feinde Ihres Gewichts. Wenn der Apfelessig vor einer schweren Mahlzeit eingenommen wird, die aus vielen Kohlenhydraten besteht, kann er die Magenerleerung gerade verlangsamen und große Zuckerspitzen verhindern. Es wird nur eine kleine Menge Apfelessig benötigt, um Ergebnisse zu erzielen, und es wurde nachgewiesen, dass es bei Abnehmen von Baufett hilft. Allerdings hat nicht jeder Apfelessig den gleichen Schlankheitseffekt. Sie müssen rohen und ungefilterten Apfelessig mit Butter trinken. Bereiten Sie eine Tasse warmes Wasser vor und fügen Sie einen Esslöffel rohen Apfelessig hinzu. Die nächste Zutat dieses Rezepts ist Limette oder Zitrone. Limette ist dank des Vorhandenseins von Vitamin C und Antioxidantien, die eine gute Verdauung fördern. Ein großartiger Verbündeter bei Abnehmen. Limetten haben auf Hand reibende Eigenschaften, die bei der Entgiftung des Körpers und damit bei der Fettverbrennung helfen. Experten zufolge kann diese Frucht den Stoffwechsel des Körpers in hohem Maße ankurbeln. Um abzunehmen, müssen Sie mehr Kalorien verbrennen, als Sie verbrauchen. Eine Person mit einem schnelleren Stoffwechsel verbraucht mehr Kalorien, um alle erforderlichen Funktionen auszuführen, als eine Person mit einem langsameren Stoffwechsel. Schneiden Sie Ihre Limette oder Zitrone und geben Sie 3 Esslöffel Saft in die Tasse Apfelessig. Die letzte Zutat dieses fettverbrennenden Getränks ist Honig. Wenn Honig eingenommen wird, erhöht er Ihren Stoffwechsel, indem er eine thermogene Wirkung auf Ihren Körper ausübt. Diese bedeutet, dass es die Durchblutung fördert, wodurch Ihre Körpertemperatur ein wenig erhöht wird und Sie ohne große Anstrengung Fett verbrennen können. Honig hilft nicht nur bei Abnehmen, sondern verringert auch das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es ist eine reichhaltige Quelle an Phenolen und anderen Antioxidantien. Viele davon würden mit einem verringerten Risiko für Herzerkrankungen in Verbindung gebracht. Honig kann auch dazu beitragen, die Bildung von Blutgerinnseln zu verhindern, was zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen kann. Wenn Sie jedoch sicher sein möchten, alle gesundheitlichen Vorteile zu nutzen, sollten Sie Wohnhonig wählen. Eine Esslöffel Honig in die Tasse geben. Sie können aus Aholsirup oder Stevia verwenden, wenn Sie keine Honig haben. Gut umrühren, um alle Zutaten miteinander zu kombinieren.
Sie können es warm oder kalt trinken. Wenn es jedoch warm getrunken wird, kann der Körper schnell aufnehmen und Feuchtigkeit aufnehmen. Trinken Sie diese Getränke als erstes am Morgen. Für bessere Ergebnisse sollten Sie es auf mindestens dreimal täglich vor den Mahlzeiten trinken.